Ja. Wir nähern uns dem schicken Anwesen von Padre Nunes und sollen da irgendwelche Münzen einsammeln. Aha. Was essen hier? Der hat. Ich wollte gerade schon sagen. Welche weißen Banner hat denn hier eine Arena? Da steht er sogar selber. Herzhaft Schlitzer. Okay, das sieht aus wie eine Arena. Oder wie ein kleiner selbstgemachter Tempel. Das könnte natürlich auch sein. Aber wir sollen. Sollen wir die in Kisten? Oh! Besiege Padre Nunes steht da. Wir sollen gar nicht das Geld holen, sondern tatsächlich ihn töten. Na sowas. Hat er die Münzen bei sich? Okay, dann machen wir das halt mal. Nee, das ist so einer mit Sarg hinten drauf. Die mag ich auch nicht so. Die tun sich meistens wieder heilen. Aber wir werden sehen. Oh, ich brauche mal wieder Pfeile, sehe ich gerade. Oh, der mache ich ja gar keinen. Der hat auch noch Freunde. Noch Freunde dabei. Mal gucken. Und haut rein. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Weg mit dir! Mal heilen. Nochmal heilen. Und dann nochmal probieren. Jetzt ist er allein. Ich schaue, wohin er dann. Unterbrechen. Und heilen, viel heilen wie möglich. Das ist ja nicht. Oh nein, da kommt schon der nächste. Nein! Lauf! Der hat mich verlangsamt, das ist doof. Nochmal essen. Dann kriegen wir vielleicht auch noch den Cooldown auf einen Heiltrank. Und dann haben wir nochmal drauf. Oh, der ist heftig. Und dann kommt schon hier die Ätz noch dazu. Ach, komm, hau ihn um. Hau ihn um, hau ihn um, hau ihn um. Ja. So, und jetzt sterbe ich, wollte ich gerade sagen, jetzt sterbe ich durch den. Durch diesen Wirbel da. Scheiße. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal hinlaufen. Und der Loot liegt da halt. Hm. Mal schauen, wie lange. Aber der ist ja dann schon wieder da. Bis ich da bin. Das dauert nämlich ein Weilchen. Das ist ein Stückchen Weg. Boah, ist der fies. Okay. Die Beute holen wir uns. Finde den Schlüssel. Der liegt bestimmt da auf dem Boden. Oh, bis gleich. Oh, geh aus den Dingern! So, ich habe ihn geschafft. Da liegt der Beutel und da ist auch der Schlüssel drin. Fieser Kerl, hätte mich fast wieder erwischt, aber ich habe ihn jetzt mal hinter den Zaun gezogen, damit ich nicht wieder Ads dazu kriege. Und es wären tatsächlich hier der Respawn, der hätte mich dann wieder gekillt.
Also man muss tatsächlich den immer wieder mal wegziehen. Ja. Birk, Medaillons aus der Truhe des Padres. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die Truhe? Auch da hinten. Super. Das heißt, ich muss da eigentlich schnell hin, bevor er wieder da ist. Oh nein. Und die Ads sind ja auch schon da. Und, oh nein, oh nein, oh nein. Das wird schwierig. Weil er kommt ja gleich wieder. Ja, genau. Ich hoffe, er lässt sich ein bisschen Zeit. Oh Mist. Das ist eine fiese Stelle. So, und jetzt schnell holen. Zack. Ja, auch noch eine Kiste. Die holen wir uns auch noch. Ah, ist er schon. Und nicht sie weg. Brauchen wir noch was? Nein, oh, wir sind fertig. Oh, das war jetzt fies. Da ist er. Nee. Nicht nochmal. Ich hab die Schnauze voll. Die lasse ich jetzt in Ruhe. Ich habe ja vorhin auch so ein bisschen Sorge gehabt. Oh, ein Wolf. Aber Wolf ist eigentlich kein Problem. Ich habe vorhin auch so ein bisschen Sorge gehabt, dass er resettet, wenn ich zu weit von seinem Areal da weggehe. Aber es hat Gott sei Dank geklappt. So, er ärgert sich und geht weg, glaube ich. Ja, dann machen wir den noch. Weil eigentlich mache ich ja schon ganz gut Damage, aber ich glaube, ich halt... Sowas mag ich auch überhaupt nicht, wenn man schon kämpft und Infight, die sich nachher zurückziehen. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Vor allem, wenn man sie eigentlich schon fast tot hat. Es gibt einige Spiele, bei denen das so ist. Das soll jeder einmal sagen. Gut, was machen wir als nächstes? Hier oben gehen wir mal hin. Das letzte Geheimnis. Reißt du den drei auf der Karte markierten Orten und untersuche, ob Lelanis Schlüssel an einem davon benutzt werden kann. Also, dann wäre das hier der erste. Dann haben wir hier sogar noch Quests zum Einsammeln. Also zumindest die eine können wir einsammeln. Auf dem Weg nach da. Und die lasse ich, glaube ich, noch, weil ich glaube, die ist bestimmt für hier oben. Könnte ich mir vorstellen. Okay. So, das ist das verfallene Anwesen. Mal gucken, ob wir da was finden. Propus. Propus, okay. Müssen wir wahrscheinlich wieder in der Kiste. Platziere das Artefakt in der Einkerbung. Okay. Schauen in welcher. Meistens ist es ja hier irgendwo in der Mitte. Das sieht auch sehr so aus. Leuchtet auch irgendwie blau. Mal schauen. Der guckt schon so komisch da drüben. Rückzug? Okay. Okay, müssen wir hier irgendwas machen? Vielleicht sieht es noch nicht so aus. Oh! Aas-Sternplünderer. Etwas stärker als die anderen. Oh Mann, wieso resetten die denn alle? So bescheuert. Was ist denn los heute? Also hier kann ich nur Wasser schöpfen, nichts einfügen. Wobei, das sieht doch fast so aus, als ob man da was reinstecken könnte. Aber ist nicht der Fall. Wir müssen woanders machen, woanders gucken. Da oben? Da vielleicht? Im Turm? Ne, gucken wir da mal. Das ist irgendwie ein blöder Ort hier, oder? Da ist auch wieder ein stärkerer. So einer hätte mich letztens fast mal geck. Oh, und dann auch daneben. Fast mal umgenetzt an einer Kiste, weil ich den Schild nicht durchbrochen gekriegt habe. Hat der selber auch ziemlich gut zuhaut. Es wird halt echt Zeit, dass ich nicht nur meine Waffen, sondern auch meine Rüstung verbessere. Aber ich zögere einfach noch.
Bei dem Yeti, hier kann ich auch nichts einsetzen, ne? Bei dem Yeti die anderen Sachen zu kaufen. Wobei, die 60er Sachen, wenn ich auf die 60er Sachen warte, dann übersteigt das halt mein Hab und Gut. Also meine Marken. Und deswegen würde sich wahrscheinlich für mich sogar schon die Tier 4 Sachen lohnen. Und dass ich dann quasi mir gar nicht die 60er holen, wenn ich 60 bin, sondern die drunter. Das wird bei mir wahrscheinlich auch schon was bringen. Ach, das war wieder so einer, der sich totgestellt hat. Irgendwie reagiert auch hier gerade meine Skills nicht. Nicht so schnell, wie ich es möchte. Entweder leckt der Server wieder ein bisschen, was in letzter Zeit öfter mal vorgekommen ist. Platziere das Artefakt. Also eigentlich müsste ich jetzt hier richtig sein. Es sei denn, wir müssen noch weiter hoch. Geht die Treppe noch weiter? Ich kann hier nichts platzieren, ne? So, weiter hoch. Geht's überhaupt noch weiter hoch? Ja. Mit vielen, vielen, die hier nur darauf warten, dass hier jemand langkommt. Jetzt endlich mal was zu tun haben. Also merkt schon, dass ich hier viel Damage nehme. Oh, oh, oh. Aber er hat wenigstens kein Schild. Stirbt dann schneller. Und dann breitet er dann noch so schön seine Arme aus. Und macht vielleicht auch viel Damage. Oh, gepanzert. Ugh, der Zerstörer. Seine Panzerung wahrscheinlich nicht allzu viel nützen, wenn er nicht noch irgendwelche anderen gemeinen Sachen. Oh doch, der macht ziemlich viele gemeine Sachen, sehe ich gerade. Sag mal. Können wir jetzt viel mehr ausweichen bei denen hier. Aber es geht nicht. Ich bin am Boden fest. Nutzt nichts. Huck. Das war ein mächtiger Trank, danke, als Austausch. Ja, hier kann ich jetzt Vorrichtung der Ahnen platzieren. Hoffentlich kommt jetzt nicht nochmal irgendwas Dickes. Reise zum zweiten Ort. Hat das jetzt geklappt? Eigentlich? Wahrscheinlich schon. Oder hat er nicht gepasst? Hat er gepasst oder hat er nicht gepasst? So, was ist der nächste Ort? Da ist jetzt noch ein Fragezeichen. Okay, da müssen wir eh hin. Ja, da, also irgendwas stimmt hier auch nicht. Jetzt hüpfen wir mal hier runter. Ich bin heute nicht so glücklich mit dem... mit der... KI. Der Ort soll hier sein. So schön, wenn das so schön beieinander liegt. Lizard. Holen wir uns hier noch die Geode. Derzeit können wir auch noch ein bisschen reggen. Und da steht wahrscheinlich wieder so ein netter Wächter dabei. Wo es reingeht. Sollen wir wieder ein Zelt aufstellen? Wer weiß? Da geht hier wahrscheinlich gar nicht. Doch. Wegen Landmarke und so. Na, so, okay. Sicher ist sicher. Bin ja doch sehr verletzlich, finde ich gerade. Also, bessere Rüstung wäre schon cool jetzt mal. Ist wahrscheinlich einfach endlich mal Zeit. Ich habe ja echt immer noch die ollen Sachen an, die ich schon mit 40 anhatte fast.
Hey, umfallen und nicht irgendwie noch mit einem Leben. Hier. Wenn ich mal mitberechne, dass sie laufen und sie dann genau in dem Moment... Oh, sag mal, wie doof ist der. Genau in dem Moment stehen bleiben. Ich kann auch wieder irgendwo hochsteigen. Huh? Wo kommst du her? Oder ist der wieder einfach aufgestanden? Ja, komm, steig da hoch. Das erleichtert uns einiges, wenn es möglich ist. Ja, anscheinend nicht. Fehlt noch genauso ein bisschen. Hat er mich gesehen? Läuft er jetzt außen rum? Naja, dann gucken wir uns die Ruine halt mal ordentlich an. Oh, da hat es aber einige Bewohner. Okay. Die Wacht von Strecke. Ich bin halt so verletzlich. Jetzt sterbe ich. Das ist ein bisschen viel. Wieso kommen die jetzt zu dritt? Ja, hau halt einfach zu. Gut, dass wir Zeltlager aufgestellt haben. Also heute ist heftig, oder? Was ist denn los heute? Kleckt? Es leckt und ich bin unfähig wahrscheinlich. Beides zusammen. Wir könnten ja mal außen rum gehen. Vielleicht kann man auf der anderen Seite irgendwie noch ein bisschen leichter rein und umgeht die ganzen, die da im Hof warten. Mal gucken. Da vielleicht? Aha. Die Wache da vielleicht auch? Gucken. Entdeckt hat er mich schon. Da ist die Kiste. Gucken, ob wir es schaffen. Uns hier außen rum zu schleichen. Ja. Guck mal, da oben müssen wir was einsetzen. Okay, hier sieht man wenigstens so eine Art Schrifttafel. Das war jetzt beim anderen, habe ich da nichts gesehen. Das tun wir uns natürlich auch. Spring doch nicht so weit. Springst du dem ja gleich wieder hier in den Nacken. Okay, Reise zum dritten Ort. Oh, aber Stoff. Der dritte Ort ist hier. Super, da müssen wir auch vorbei. Wir gucken aber noch das uns an und holen uns hier die Quest. Mal gucken, ob wir da auch genauso elegant wieder rauskommen. Ja. Oh, da ploppt er auf. Beziehungsweise. Name ist männlich. Wesen ist weiblich. Fast. Aber vielleicht sieht es doch vorüber. Oh, er spricht zu mir. Hörst du ihn auch? Oh, ich glaube, die ist ein bisschen verrückt. Die redet mit sich, glaube ich, mit ihrem zweiten Ego oder sowas. Ich höre nichts. Bist du sicher? Es ist nicht fern, gerade so zu hören. Diese verdammten Hutzeligen sind zu laut. Ich kann meine eigenen Gedanken nicht hören. Wenn sie nur fort wären. Ich könnte ja ein paar von ihnen erledigen. Das wäre wundervoll. Ich bin Jan Jansen. Eine recht bekannte Bardin. Also, irgendwie komischer Name. Vielleicht schreibe ich eine Ballade über deine Heldentaten? Okay, wo wäre das denn? Gleich hier rechts? Ja, ist mir recht. Ah, da liegt auch wieder so ein umgekippter Kopf. Diese Köpfe müssen ja überall in der Landschaft gestanden haben. Einfach so, weil sie cool aussehen, oder ich weiß nicht. Ob die sonst irgendeinen Sinn hatten. Boah, es ist aber ein ziemliches Brackwasser. Wie viele müssen wir denn? Fünf. Na denn? Nee, der schmeißt mit irgendwas Ekligem.
einer. Meisen alle mit ekligen Dingen. Kurz woanders hin. Eigentlich wirkt er was hoch oder schmeißt mit dem Schlamm, der um ihn rum ist. Ah, guck mal, der gilt auch da. Nehmen wir den doch auch, der hat uns noch gar nicht bemerkt. Oh, Schatz hat er auch. Und einer fehlt noch, ne? Einen noch. Frischwasser sieht sehr brackig aus. Oh, voll verzogen. Und da haben wir es schon. Holen wir noch die Geschenke da oben. Ich glaube, die ist aber noch nicht glücklich. Die wird uns noch mal wohin schicken, weil vielleicht die Stimmen doch noch nicht verstummt sind. Manchmal ist das ja so ein... Ah, das ist es. Das muss weg. Und dann, ups, das war es gar nicht. Ah, es ist doch was anderes. Eine noch höhere Macht, die beseitigt werden muss. Gut, wir geben mal ab. Ich habe es gehört. Einen Augenblick lang war es klar wie das Morgengrauen. Ein Lied von epischen Ausmaßen, ein Lied von... Nun ja, ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich bin sehr inspiriert, es herauszufinden. Das war es tatsächlich schon? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, dann geht's hier jetzt nach unten. Ich habe noch eine Ruine erkundet oder wollte es erkunden. Jetzt klebt hier ein Zettel und den sieht man voll schlecht. Hätte ich fast übersehen. Die steinerne Straße. Und ich glaube, das sind vielleicht genau die Zettel, die ich immer vermisst habe in den Ruinen. Kann das sein? Das ist nämlich schon der vierte. Gefunden auf Straße der Ahnen. Also müsste da links und rechts an der Straße immer mal wieder so ein Zettel kleben. Die Steine, aus denen sich diese Straße zusammensetzt, ähneln den Steinen sehr, aus denen die zahlreichen Ruinen in den überflutenden Ebenen gemacht sind. Sie scheinen voller Energie zu sein, die, wie ich erfahren habe, als Azoth bezeichnet wird. Also, wenn man sich auf einer Straße befindet, dann ist es nicht wichtig, wo man ist, sondern wohin man will. Diese Straße scheint zum Hafen im Nordosten zu führen. Wofür haben die Leute diese Straße wohl benutzt? Naja, wenn da ein Hafen ist, um Waren hinzuliefern wahrscheinlich. A.A. Altertumsforscher Adams. Okay, dann müssen wir die Ruine hier links und rechts von der Straße ein bisschen genauer untersuchen. Da werden wir wahrscheinlich noch mehr finden. Wir sind am dritten Ort angekommen. Der sieht recht klein aus, also jetzt so nur so ein paar Mäuerchen. Da müssen wir wahrscheinlich auch wieder hochsteigen. Aber die Kiste, da holen wir uns auch. Und vielleicht finden wir ja dort auch noch einen Zettel. Ich war noch mal in der anderen Ruine, wo wir zuerst waren, um zu gucken wegen Zettel. Da schießt einer von oben. Aber nichts gefunden. Extra noch mal durchgekämpft, was ich da vorhin mal umgangen habe. Extra durchgekämpft. Aber kein Glück gehabt. Boah, sag mal. Seit 49 und machen trotzdem so Schaden. Nicht böse. Und dann, wenn wir Pech hat, stehen sie nochmal auf.
So, muss ich da überhaupt hin? Eigentlich nur für die Kiste. Ich glaube... Aber das werden wir trotzdem. Das wollen wir haben. Lieber Regent. Oh, wo kommt denn der jetzt wieder her? Der eine ist doch schlimm genug. Dann sieht man doch wieder nichts. Wo kommt er denn jetzt hin? Also wirklich, ich platziere das Artefakt. Ach, das kann man erst platzieren, wenn man den getötet hat. Das ist jetzt erst aufgeploppt. So ist das. Bei den anderen gar nicht aufgefallen, dass ich da habe erst was töten müssen. Jetzt ist die glücklich. Okay, Zettel ist hier aber auch keiner, oder? Bis jetzt keinen weiteren an der Straße gefunden. Also ist der nicht nur in den Ruinen, sondern vielleicht auch einfach mal links und rechts der Straße. Ich werde weiter genau Ausschau halten. Auf der Brücke haben wir noch was. Oder an Eternum. Ah, der möchte hier, dass ich mal wieder einen Ausguck genieße. Einen Ausblick. Wahrscheinlich auf den Wasserfall oder so. Mal gucken. Sieht der mich? Na, eine Kiste hätte er. Immer diese Kisten bewachen. Kann ich nicht mal frei stehen? Steht der nochmal auf? Ich glaube, der steht nochmal auf. Ja. Ja, da hinten ist der Ausblick. Hä? Er steht auch nochmal auf? Hat sich aber Zeit gelassen. Das ist ja auch ein bisschen das Fiese, ne? Man achtet nicht so drauf. Wenn man jedes Mal guckt, ob sie sich so zersetzen. Aber man will ja auch nicht dauernd ewig stehen bleiben, um zu gucken, steht er wieder auf. Da ist auch noch ein... Und ja, wo sind wir echt da? So ein Schlitzer. Rückenhüter. Brückenhüter. Komm mal ein bisschen mehr zu mir, dass ich nicht den Hüter noch an mir habe. Genau, der darf sich auch gerne umdrehen. Mich nicht wundern, wenn der kommt. Ja, hier ist hübsch. Normalfall. Okay, Pierre ist auch glücklich. Was haben wir noch? Jetzt eigentlich noch hier ganz runterlaufen. Vielleicht finden wir auf dem Weg ja tatsächlich noch ein Zettelchen. Hier sehe ich jetzt irgendwie nichts leuchten. Aber ich bin noch guter Hoffnung, dass wir hier vielleicht doch noch was finden. Oh, Kiste. Ja, die will er sich natürlich nicht nehmen lassen, der Hüter. Ich laufe mal durch. Jetzt sind es auch noch zwei. Die hauen ja doch recht böse zu. Und unterbrechen auch gemein. Ah, viele, viele Kisten kann man hier absahnen, wenn man kämpft. Aber im Moment bin ich nicht so scharf drauf. Da oben hat es noch eine Ruine. Wo wir irgendwelche Rüstungsfetzen einsammeln sollen. Corvus, töte Neuwacht. Was? Töte Neuwacht? Und sammle Kettenpanzer. Das ist aber eine Quest, das ist nicht so unsere Setrüste, sondern das ist eine Quest. Aber die haben nicht alle was. Oder kriegen wir die aus Kisten? Nö, dann wurden die ja nicht als Quest an der Wand angegeben. Da liegt was. Hoffentlich da ist was dabei.
Nö, ein Trank. Lass mich verkackeiern hier. Oh, aber ein Zettelchen. Die Skelettwache. Oh, ist sogar der letzte Zettel. Von dem Altertumsforscher. Die Skelette, die die Straße bewachen und auch viele andere Gebiete auf dieser Insel, sind ziemlich sonderbar. Auch wenn ewiges Leben auf dieser Insel allen vergönnt zu sein scheint, so werden wir mit funktionstüchtigen Körpern wiederbelebt. Diese Skelette scheinen auch irgendwie lebendig zu sein, aber sie bestehen nur aus Knochen. Selbst ihre alten Lumpen und Rüstungen haben ihr Fleisch überdauert. Wie alt sie wohl sind? Dann müssten ja die anderen Zettel, wenn es chronologisch da liegt, noch weiter hier sein wahrscheinlich. Mehr Richtung Hafen. Und gar nicht hier in der Richtung. Ich habe nämlich jetzt hier wirklich alles abgesucht. Nichts gefunden, extra jede Ruine angeschaut, aber da war nichts dabei. Warum droppen die nicht? Töte Neuwacht und sammle. Neuwacht war es. Neuwachtkrieger eigentlich. Oh, Bergbau steigt. Das ist schön. Sammeln ist bei mir gleich kurz vor 200. Da fehlt eigentlich nur noch so ein ganz kleines Fitzelchen. Wenn wir das auf 200 neben Kirschnerei dann... Aber warum droppen die nichts? Irgendwie merkwürdig. Ist es auch verbuggt? Soll das auch aufheben für später? Und wenn da jetzt nichts dabei ist. Doch, da ist eins dabei. Das ist drauf. Aber sehr spärlich, was hier droppt. Sehr, sehr spärlich. Müssen wir richtig farmen. Na gut, dann farmen wir halt mal. Das wird ja nicht nur eine Art sein, sonst wir hätten ja nicht alle so ein Zeichen über dem Kopf. Jetzt habe ich alle gesammelt, aber das reicht hier noch gar nicht. Wir müssen noch weiter. Und zwar nicht einfach nur hier zur nächsten Ruine, sondern ganz da hoch. Ich glaube, der spinnt. Da kommen wir gerade her. Aber wir haben jetzt im Ort tatsächlich auch nochmal eine Quest, warum auch immer. Deswegen reisen wir jetzt erstmal zurück, gucken, ob wir da noch irgendwelche Quests kriegen, die uns sowieso hier hochschicken. Und dann machen wir da oben weiter. Ah ja, dieses Medaillon wird schön schmelzen. Was schmelzen? Wird es einschmelzen? Nun, es hat diese Siedlung einiges gekostet. Da ist es nur gerecht, wenn wir uns seine Schätze nun in der Stunde der Not zunutze machen. Ist das Gold für die Siedlung oder für dich? Hm. Hältst du mich etwa für einen Scharlatan? Wie den Padre? Naja, du bist ja auch schick angezogen, ne? Hm? Bei weitem gefehlt. Ich werde zwar eine Kommission einbehalten, aber der Rest geht an die Siedlung und natürlich bekommst auch du einen Anteil. Oh, das ist aber lieb. Er ist erstmal glücklich. So, wo sind denn die anderen? Die waren im Gasthof. Und im Gasthof ist auch die neue Aufgabe. Haben wir irgendwas abgeschlossen? Dass wir da jetzt was Neues haben? Wir haben doch nichts abgeschlossen. So automatisch, oder? Weiß gar nicht. Manchmal ist es aber auch, wenn man die Quest schon, wenn man irgendeine Aufgabe schon erfüllt hat. Was ist der Zettel hier? Aber noch nicht abgegeben, dann geht schon die nächste los. Ein offener Brief. Ein offener Brief von Jan Jansen. Ah, da ist das Follow-up. Danke für die Inspiration. An die tapfere Seele, die mir nördlich der Siedlung auf der Straße den Weg gezeigt hat. Du bist eine wahre Inspiration. Vielleicht verfasse ich ein Lied über deine Heldentaten. Das hast du schon mal versprochen. Es gibt doch noch Helden auf dieser Welt. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Vielleicht sogar im Norden. J. Jansen oder J. Jansen. Klingt eher dänisch, schwedisch, irgendwie sowas in der Richtung. Hm? Okay, finde Jan Jansen auf den Straßen entlang der Nordküste. Da müssen wir eh noch hin in den Norden. Vielleicht schicken mich die zwei ja jetzt auch nochmal los.
Piero Just. Ah, du bist zurück. Ich bin wahnsinnig gespannt auf deine Beschreibungen. Lelanis Geschichten sind zwar wundervoll, aber sie hat sich zur Ruhe gesetzt. Ich dürste nach neuen Geschichten. Ja, ich habe ein paar Stücke in dein Buch geschrieben, aber ob sie gut sind? Potzblitz, c'est bon. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich möchte mich an deiner Dichtkunst laben. Er scheint zumindest erstmal zufrieden. Und sie? Schau, Pierre, unsere Muse ist wieder da. Sag uns, war es ein Schlüssel? Welche Geheimnisse hat er geöffnet? Er hat die Wächter erweckt, aber eigentlich war es ja umgekehrt. Ich konnte den Schlüssel verwenden, wenn die Wächter tot waren. Oh je, das habe ich nicht vorhergesehen. Aber du hast es ja dennoch geschafft. Jetzt erzähl schon davon! Dabei hatte ich dieses kleine Abenteuer schon fast abgehakt. Was für eine aufregende Geschichte wäre mir entgangen, wenn du sie nicht aufgegriffen hättest. Auf dich! Ein Hoch? Nein, ein Hoch aufs Abenteuer. Was immer sich dir in den Weg stellt, du bist ihm gewachsen. Irgendwie erinnerst du mich an mich selbst, als ich noch jung und wild war. Na schön, ein Hoch aufs Abenteuer. Ich habe meine Bestellung für den Tavernenbesitzer aufgeschrieben. Bring sie bitte zu ihm. Ich bin mir sicher, dass er sich sofort darum kümmern wird. Eine sehr wichtige Aufgabe. Hallo, ich habe eine Bestellung. Was ist das? Noch ein Auftrag von der Frau von oben? Ich dachte, ihr Freund wäre gerade aufgebrochen. Der stand doch gerade noch nebendran. Tatsächlich, er ist weg, oder? Deswegen hat sie mich runtergeschickt, damit er verschwinden kann. Er ist tatsächlich weg und hat eine Notiz hinterlassen, eine sehr kleine Notiz. Diese Notiz hat Pierre in seiner schwülstigen Schreibschrift verfasst. Meine Freunde, eure Geschichten voller Elan und Tapferkeit haben mich inspiriert. Bald werde ich zurück sein, um euch mit meinen eigenen Geschichten von meinem Abenteuer im Norden unterhalten zu können. Also müssen wir auch ihn aufsuchen. Suche beim Seelenschrein hoch im Norden nach Pierre. Oh, sie wagen sich jetzt alle in den Norden. Hier unten ist es zu langweilig. Haben wir sonst noch was hier? Sonst noch irgendwas aufgeploppt? Ich habe übrigens noch eine kleine Stippvisite gemacht. Denn wenn man hier auf die Map guckt, sieht man, da ist noch irgendwas. Ein Gebäude. Und dann bin ich hier nochmal ganz außen rum gelaufen. Da entlang, da kommt man ganz gut hoch. Aber leider ist das keine Landmark. Noch keine Landmark. Es ist so ein ganz hoher, spitzer Turm, wo oben auch leuchtet. Ähnlich wie wir am Obelisken hier unten. Oh Gott, so weit weg. Wir sind schon so weit gewandert. Und, aber keine Landmark. Aber es gibt auch ein Eingangstor, das natürlich noch verschlossen ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das irgendwann entweder mal eine Instanz wird oder sonst irgendwas Besonderes. Aber im Moment noch gar nichts. Okay, dann zieht es uns jetzt hier mehr eher nördlich und hier drüben. Ah, hier drüben auch. Und deswegen, ich habe mir hier auch noch ein bisschen Syndikatsachen geholt. Die können wir dann nebenher vielleicht auch noch mit erledigen. Okidoki. Jetzt ist halt die Frage, eher links, eher rechts. Was machen wir zuerst? Suche auf der Straße nach Jan Janssen. Dann machen wir erst das da und porten da auch hin, weil wir haben sowieso viel zu viel Azoth gerade in der Tasche. Also bis gleich.